So, also, wie machen wir das Ganze jetzt mit MATLAB? Also, schauen wir uns an, Matrizen. Und wir kennen das eigentlich ja schon aus der Einführung mit den Listen. Also, ich kann eine Liste ganz normal erzeugen. 1, 2, 3, 4. Ich mache einen Abstand oder ein Komma dazwischen. Ganz egal. Dann habe ich hier diese Liste. Und Strichpunkt bedeutet jetzt eine neue Zeile. Also, wenn ich jetzt 1, 2 in der ersten Zeile haben möchte und 3, 4 in der zweiten, dann mache ich hier meinen Strichpunkt und jetzt habe ich eine 2x2-Matrix. Ganz einfach. Und wir können das jetzt nochmal erweitern. Meinetwegen machen wir jetzt 5 und 6 nochmal in die dritte Zeile. Also jetzt habe ich eine 3x2-Matrix. Ganz einfach zusammengefasst. Der geben wir einen Namen, nennen wir die A. Und jetzt schauen wir, was wir mit Matrizen machen können. Mit MATLAB versuchen wir alles das, was wir so in der Vorlesung gebraucht haben. Wir können A, eine Matrix können wir mal multiplizieren. Nehmen wir die mal 2. Also mit einem Skalar multipliziert bedeutet, jeder einzelne Eintrag hier wurde verdoppelt. Jetzt habe ich eine neue Matrix. Ja, ich kann natürlich auch durch 2 teilen und so weiter, alles kein Problem. Nennen wir die mal B, diese zweite Matrix, die ich hier erzeugt habe. Dann haben wir zwei Matrizen mit der gleichen Größe. Das ist wichtig, denn jetzt kann ich auch rechnen A plus B. Und wir wissen, was da rauskommen soll. Bei zwei Matrizen gleicher Größe wird es elementweise gemacht. Also die links oben, die 1 wird zur links oben 2 addiert und ich bekomme eine 3. Und so mit jeder einzelnen Stelle, also rechts unten habe ich 6 plus 12 ist 18 zum Beispiel. Das Produkt funktioniert natürlich nicht, weil die Dimensionen nicht stimmen. Dazu kommen wir gleich. Was können wir noch machen? Wir könnten, es steht zwar nicht auf der Folie drauf, aber das kennt ihr aus der Einführung, elementweise multiplizieren. Aber das hat jetzt eigentlich für uns mit den Matrizen, mit Matrizenmultiplikation keinen besonderen Mehrwert. Wir können noch, es kommt nächste Stunde, wir können noch transponieren. Jetzt habe ich aus meiner 3x2-Matrix eine 2x3-Matrix gemacht. Also wir haben gespiegelt. Aus der Spalte 135 ist die Zeile 135 geworden. Ja, und aus der Spalte 246 die Zeile 246. Das ist dieses kleine Symbol über der Raute. Okay, aber was wir eigentlich ja machen wollen, wir wollen Matrizenmultiplikation machen. Und wir kennen das, wenn ich eine, ja, die Matrix A nehmen möchte und die multiplizieren möchte, dann brauche ich eine Matrix mit 2 Zeilen, damit das möglich ist, weil A 2 Spalten hat. Und da könnte ich jetzt doch einfach mal die Matrix B nehmen und die transponieren. Das hier unten wäre also die transponierte B. Welche das ist, ist jetzt eigentlich auch nicht wesentlich, aber sie hat 2 Zeilen. Das heißt, wenn wir A mal B multiplizieren, haben wir die 2 Spalten von A mal die 2 Zeilen von B. Das funktioniert. Also wir können A mal B transponiert machen und wir berechnen so direkt das Matrixprodukt. Wir können das auch zum Beispiel A mit sich selber das Matrixprodukt machen. Also jetzt bekommen wir hier wegen den 3 Zahlen von A und den 3 Spalten von B eine 3x3-Matrix. Wenn ich das andersrum machen würde, bekommen wir genau eine 2x2. Also jetzt habe ich eine Matrix mit 2 Zeilen, A transponiert, A gedreht,
mal eine Matrix mit zwei Spalten, das geht auch. Und da bekomme ich 2 mal 2. Wunderbar. Machen wir es uns nochmal einen Schritt einfacher. Machen wir die Matrix A mal quadratisch. Dann brauchen wir hier dieses Transformierzeichen gar nicht. Also jetzt ist die Matrix 1, 2, 3, 4. Und wir können, Bantik-Spray brauchen wir auch nicht, wir können direkt A mit A multiplizieren. Und das Ganze kann ich jetzt auch noch vereinfacht schreiben als A hoch 2. Und jetzt kann sich natürlich fragen, was passiert, wenn ich jetzt nochmal mit A multipliziere. Naja, das ist A hoch 3. Und das kann ich natürlich ziemlich weit treiben hier mit diesem einfachen Symbol. Also Matrixpotenzen lassen sich hier einfach berechnen. Genau. Was brauchen wir noch? Diese Matrixpotenzen, die funktionieren natürlich nur bei quadratischen Matrizen. Also wenn ich jetzt nochmal hier die dritte Zeile dazu nehme, dann klappt schon wieder nicht mehr, weil wir dann ja mit den Dimensionen wieder nicht hinkommen. Da müsste ich dann wieder geschickt drehen. Gut, ein Punkt noch, die Einheitsmatrix, die haben wir auch schon kennengelernt. Die heißt I und die gibt es in zwei Dimensionen. Ja. Und die gibt es aber auch in beliebigen anderen Dimensionen. Hier die vierdimensionale, also die kann ich verwenden. Und natürlich die zweidimensionale Einheitsmatrix mal A ergibt wieder A selber. Genauso andersrum, A mal die Einheitsmatrix ergibt auch wieder A. Gut, super. Also jetzt sind wir startklar. Jetzt ist eure Aufgabe. Zeigt doch mal, dass die Matrizenmultiplikation nicht kommutativ ist. Das heißt, a mal b minus b mal a ergibt nicht 0, so wie wir das bei Zahlen gewohnt sind. Und dazu die folgenden Matrizen a und b, die hier gegeben sind mit MATLAB. Genau, ihr habt das Video wahrscheinlich gestoppt, habt es im Hintergrund berechnet. Ich will es einfach mal kurz zeigen. Also das ist die Matrix A, das hier ist die Matrix B1, 2 und 3 minus 1. Und jetzt kann ich A mal B berechnen und B mal A. Und dann sehen wir schon, A mal B ist unterschiedlich von B mal A. Wenn ich jetzt die abziehe, dann bekomme ich hier keine Nullmatrix raus. Also es gibt einen wesentlichen Unterschied. Ja, sie sind nicht kommutativ. Wunderbar. Nochmal zwei Aufgaben. Einfach die Matrizenmultiplikation bitte ausführen mit den ja, beiden Vektoren, Spalten- und Zahlenvektoren, die dastehen. Und interessant, überlegt euch schon mal, bevor ihr es auf MATLAB ausführt, welche Dimension das Ergebnis haben müsste. Gut, schauen wir es uns mal an. Also wenn ich den hier rechne, 1, 2, minus 3, 2, ein Zahlenvektor mal Spaltenvektor ergibt genau ein Skalarprodukt. Also hier kommt 1 raus. Und wenn ich es aber andersrum rechne, ein Spaltenvektor mal ein Zahlenvektor, oder lassen wir es so, da drehen wir es einfach in der nächsten Zeile um. Dann bekomme ich natürlich eine 4x4 Matrix. Genau, hier unten ist sie. Hervorragend. Gut, hier noch eine Aufgabe, die könnt ihr einfach mal kurz versuchen. Ich will jetzt
auch gar nicht groß auf MATLAB zeigen. Einfach mal eingeben und ausrechnen. Ja, hier kommt die Einheitsmatrix raus. Also wir werden sehen, das sind inverse Matrizen zueinander. Und die kommen auch im nächsten oder übernächsten Kapitel kommen die dran. Genau. Und da wäre noch mal eine Übung mit der Einheitsmatrix. Das habe ich vorhin schon gezeigt. Da einfach mal eingeben. Genau. Gut. Wunderbar. Fünfte Übung könnt ihr noch selber mal ausprobieren. Prinzip diese Matrize hoch 3. Also so kann ich Matrix-Multiplikation mehrfach anwenden. Hervorragend. Also ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick, wie wir Matrizen multiplizieren. Und wir werden das in den nächsten Kapiteln, in den nächsten Wochen intensiv brauchen für alle Themen, die jetzt kommen. Bis dann.